Bier im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram? Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Drax! Ass! Ich auch! Arme rückwärts schwingen, beide gleichzeitig. Achte darauf, dass beide Arme durchgestreckt sind. Dann rückwärts kraulen. Und wenn das gut funktioniert, versuchen wir die Arme gegengleich zu bewegen. Arme vor den Körper halten. Ein Arm bewegt sich rauf, der andere runter. Und dann noch immer nach ein paar Mal drin wechseln. Versuch wirklich mit beiden Armen einen schönen großen Kreis zu machen. 1, 2, 3, 4. Am Stand laufen und bei jeder geraden Zahl einen Boxschlag austeilen, natürlich ohne jemanden zu treffen. Auch das ein gutes Aufwärmprogramm. Ebenfalls eine 1-2-3-Übung ist am Stand laufen und immer bei 1 einen Kick nach vor. Ist auch für die Fußballer gut geeignet, dass sie nachher den Ball gut treffen. 1, 1, 1, 1. Auch eine gute Übung fürs Aufwärmen ist der Holzhacker. Da stehen wir in einem leichten Gretstand, schauen, dass die Knie möglichst gestreckt bleiben und dann schwingen wir die Arme von oben so weit wie möglich durch. Es muss nicht hohes Tempo sein, aber wichtig ist die komplette Bewegung. Abwechselnd den Fuß auf eine leichte Erhöhung stellen. Man kann einen Ball verwenden. Wer schon lange Füße hat, kann auch eine Küchenbank nehmen. Aber wichtig, immer den anderen Fuß zuerst abstellen. Wenn das gut geht, kann man das Ganze als Wechselsprünge machen. Für die Kräftigung der Oberarmmuskulatur und der Bauchspannung ist der Liegestütze eine ganz geeignete Übung. Am besten immer 5 und dann ein bisschen ausrasten. So, Alex, kann man das auch mit einem Trax machen? Richard, das war nicht lustig! Das ist der sogenannte Liegestützkreis oder auch Liegeseitstützkreis. Und unser Aram zeigt uns das hier super. Das macht man einmal in eine Richtung und dann zurück, bis man wieder in der Ausgangsposition ist. Jede Position wird eine kurze Zeit lang gehalten. Die nächste Übung ist der Superman. Da wird abwechselnd gegengleich Arm und Bein gehoben, also jetzt rechtes Bein, linker Arm, jetzt kommt linkes Bein, rechter Arm. Wichtig, Beinstreckung bis zur Zehenspitze, Armstreckung, dann wird wieder umgegriffen. Und es geht dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir gehen in die Superman-Position. Führen jetzt Knie und Ellbogen unterm Körper zusammen, gehen wieder in die Superman-Position, führen wieder Knie und Ellbogen zusammen, das Ganze immer 3-mal, dann absetzen und mit anderen Arm und Fuß. Eine sehr gute und wichtige Übung ist auch der Beinachsenstern. Da halten wir zunächst einmal stabil den Beckengürtel. Dann beginnt es mit Schritt nach vor,
Position halten. Beistellen. Anderer Fuß, Schritt nach vor. Halten. Beistellen. Seitschritt. Nicht zu machen. Fußhaltung immer parallel. Beistellen. Seitwärtsschritt. Und beistellen. Erste Übung, durch die Beine den Ball durchschwingen und eine Achterbewegung machen. Eine Acht, versuch, dass der Ball nicht am Boden fällt. Wenn das gut gelingt, versuchst du den Ball in der Mitte zu fangen, er darf aber auf den Boden aufspringen. Sollte das auch noch zu einfach sein, versuchst du den Ball in der Luft zu fangen. Wenn ihr zwei Bälle oder auch andere Dinge habt, könnt ihr einfache Übungen zum Jonglieren, ist jetzt fast übertrieben, weil Jonglieren ist eigentlich anders, aber einfach Übungen für Ballgefühl machen. Und zwar entweder abwechselnd hochwerfen, wichtig ist den Ball nachschauen und wieder schön mit der Hand übernehmen. Seitenwechsel, ihr werdet merken, es ist ein Unterschied, ob es ein großer oder ein kleiner Ball ist. Der große Ball wird geworfen, der kleine Ball wird mit der anderen Hand übernommen. Die eine Hand, in dem Fall meine rechte, wirft immer und die linke übernimmt immer. Auch hier empfiehlt sich natürlich ein Richtungswechsel. Alle diese Übungen kann man auch mit Boden aufmachen. Oder sogar kombinieren. Also ihr seht, mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Oder auch mit einem Ball und einem Raden. Das meinst du jetzt aber nicht ernst! Oh doch, Drax. Also jetzt haben wir bewiesen, dass Drax fliegen kann. Und wir vier wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, ich hatte nicht nur Spaß.